Hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Weiter geht's mit Graphen und diesmal zeige ich euch den Dijkstra-Algorithmus. Ich werde jetzt nicht allzu lange darauf eingehen, also wie man das irgendwie programmieren kann, sondern ich werde euch das theoretisch erklären, denn das braucht ihr höchstwahrscheinlich auch für die Klausur, warum ihr hier auf diesem Video gelandet seid. Gut, also ich werde euch jetzt hier mal ein paar Graphen hinzeichnen, wenn ich das hinkriege. Ja, kriege ich hin. So. Ich habe das Programm gewechselt, weil einfach mit Paint das zu machen funktioniert einfach nicht vernünftig. Gut. Okay, ich male jetzt hier mal den Graphen hin, pausiere euch so lange und dann schauen wir weiter. So, da bin ich wieder. Ich habe euch hier jetzt mal diesen Graphen angezeichnet. Der hat keine Bezeichnung hier, aber dafür hat er Gewichte auf den einzelnen Kanten. Und ja, wie wir schon sehen, wird es ein bisschen komplexerer Graph, aber der Dijkstra-Algorithmus ist ja auch genau für solche Sachen gedacht. So. Das hier ist unser Startgraph, deswegen Startknoten, deswegen habe ich den mal rund gemacht. Und ja, von dem geht, was war das? Von dem geht eine Kante in Richtung diesen Knoten hier mit Gewicht 2. So, die Gewichte werden jetzt nachher ziemlich wichtig werden. Von diesem Knoten hier geht allerdings, ne, von diesem Startknoten hier geht allerdings auch eine Kante mit Gewicht 10 auf diesen hier. Und von diesem geht eine mit 4 Gewicht auf den hier. Also ich erkläre das jetzt nur gerade, weil das mit den ganzen Pfeilspitzen ein bisschen kompliziert werden könnte. Ich weiß, wie sie sein sollen, aber ich weiß nicht, ob ihr das so sicher wisst. Von dem geht eine Kante mit Gewicht 3 hierauf. Von diesem hier geht eine Kante mit Gewicht 1 auf diesen hier. Und von diesem Knoten geht eine Kante mit Gewicht 5 auf diesen Knoten. Und von diesem Knoten eine Kante mit Gewicht 0 auf den hier. Und eine mit Gewicht 9 auf den hier, also auch von diesem hier. Und von diesem hier auch eine mit 8 Gewicht auf den hier und von diesem hier eine mit Gewicht 7 auf diesen Knoten. So, jetzt was macht Dijkstra? Okay, also wir wissen, dass das hier unser Startknoten ist. Das heißt, wir packen hier erstmal 0 rein. Gewicht 0. Okay, so, ich werde es jetzt nach und nach mal durchgehen, wie das alles funktioniert. Okay, dann haben wir hier, wir haben zwei Kanten, die ausgehen. Okay, fangen wir bei diesen beiden Kanten an. Wir sagen, wir haben Gewicht 2 auf diesen hier. Dann tragen wir hier 2 ein. Bevor wir hier was eingetragen haben, steht hier initial überall 100 drin. So kann man sich das vorstellen, okay? So, dann haben wir hier noch eine Kante mit Gewicht 10 hierauf. 10. So. Und ja, dann sind wir hier bei diesem Knoten auch schon fertig. Dann gehen wir zu dem nächsten Knoten mit dem nächst kleineren Gewicht. Und schauen uns an, okay, was hat der für Ausgangsknoten? Nun ja, der hat nur einen. Der hat hier ein Gewicht 3, also 3 plus 2 ist 5. Okay. 5 ist immer noch kleiner als 10, deswegen machen wir mit dem Knoten hier weiter. Naja, der hat einen Ausgangsknoten, nämlich nur diesen einen hier mit 1 auf den hier unten, dann sind wir bei 6. Okay. Dann gehen wir hier weiter mit dem hier. Der hier hat viele Ausgangsknoten. Aber 6 ist immer noch kleiner als 10, deswegen machen wir mit diesem Knoten hier weiter. Also 6 plus der hier nach da oben hat 9, 6 plus 9, naja, 6 plus 9 ist 15, 15 ist größer als 5, deswegen schreiben wir hier nichts Neues rein. Okay, 6 plus 0 ist 6, das heißt, der hier kriegt ein neues Gewicht, nämlich Gewicht 6. Und dann haben wir noch einen, 6 plus 8 ist 14. Oder? 6 plus 8 ist 14. Ja, 6 plus 8 ist 14. Gut, und dann haben wir keinen mehr. Okay. So, dann haben wir als nächstes, also der Knoten fliegt dann auch aus unserer Liste raus, die wir machen müssen. Und dann haben wir diesen Knoten hier. Der hat Gewicht 6. Plus 4 ist 10. 10 ist größer als 0. 6 plus 5 ist 11. 11 ist größer als 5. Okay, mit dem Knoten sind wir fertig, da machen wir gar nichts. Und dann haben wir nur noch diesen Knoten hier, der hat Gewicht 14, aber keine ausgehenden Kanten, dann sind wir fertig. So, jetzt seht ihr auch schon folgendes Problem. Naja, unser Knoten hier unten wird überhaupt nicht erkannt. Warum nicht? Naja, wir wollen den kürzesten Weg suchen. Initial, wie ich schon gesagt habe, steht hier unendlich drin. Ich habe leider gerade keine Ahnung, wie das ASCII für unendlich geht, deswegen schreibe ich hier tatsächlich mal unendlich rein. Und ja. Wir haben hier drin unendlich stehen. Naja, warum haben wir unendlich drin stehen? Wir initialisieren alle Graphen und wenn sie nicht erreichbar sind, steht da am Schluss auch noch unendlich drin. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, diesen Knoten hier zu besuchen. Also haben wir einen Kostenfaktor von unendlich. Das heißt, wir kommen einfach nicht hin.
Ist ja auch korrekt. Wir können ihn nicht erreichen, weil wir keine eingehende Kante auf dem haben, sondern nur eine ausgehende, nämlich diese hier mit 7. Gut. Ja, und ansonsten finden wir alle. Aber wir haben ein Problem, nämlich wenn wir Minusgewichte haben, also negative Gewichte, das heißt, geht schneller, eine Kante entlang zu laufen, als dass wir sie nicht entlang laufen, dann haben wir natürlich ein Problem. Weil wenn wir hier, ich zeichne euch gerade mal kurz was auf, wenn wir sowas haben und sowas haben, und dann wollen wir, Sekunde, von da nach da gehen und von da nach da gehen. So, und dann haben wir hier Gewicht minus 2 und hier haben wir von mir aus Gewicht 1. Ja? Dieses Minus kann man echt schlecht erkennen. Das ist eine minus 2, okay? Ja, gut. Was haben wir dann? Dann haben wir hier als Initialgewicht 0. Dann haben wir hier minus 2. So, dann schauen wir nach. Okay, wir haben hier minus 2 drin. Das heißt, wir haben eine ausgehende Kante, 1. Dann steht hier minus 1 drin. Naja, gut, dann sind wir wieder hier. Dann schauen wir, okay, haben wir ein ausgehendes Gewicht, ausgehende Kante. Okay, die hier mit minus 2. Dann steht hier minus 4 drin. Und so geht es immer weiter. Das heißt, ihr seht, wir laufen hier in der Endlosschleife und sind niemals fertig. Da muss man dann unbedingt was zum Abfangen bringen. Einfach sagen, keine negativen Kanten zugelassen. Oder man sagt, wenn wir hier durchgelaufen sind und wir können und es verändern sich Graphen nach so und so viel Durchläufen, also so und so viel Mal besuchen, immer noch, dann kicken wir sie. Beziehungsweise dann hören wir einfach auf. Aber generell sagt man einfach, keine negativen Gewichte erlaubt. Ist ja auch in den meisten Graphen sinnvoll, dass man keine negativen Gewichte hat. Ich meine, überlegt euch einfach mal, wenn man irgendwo durch möchte, also man möchte von Berlin nach Hamburg, wo wir wieder bei unserem Initialbeispiel wären, und sagt dann, wir haben ein negatives Gewicht, diese Straße zu fahren, bringt dir Zeit, anstatt dass du sie verlierst, das wäre ja Schwachsinn. Okay, also das wäre der Dijkstra-Algorithmus. Ich hoffe, ihr habt ihn verstanden. Ansonsten pausiert mich oder wiederholt einfach dieses Video. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.